Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lego Man. Und ja, dies ist mein neues Mock, was jetzt etwas verspätet kommt. Ich glaube, 2 Wochen ist es schon her, dass ich ein letztes Video gemacht habe. Das kommt daher, weil ich erstmal hier die Base, dafür habe ich mir Steine bestellt. Die haben erst, ja, einigermaßen spät. Ich habe mir auch recht spät bestellt und es gab dann auch nichts zu zeigen. Und außerdem, die Base habe ich schon etwas länger fertig und ich konnte kein Video machen, weil ich, ja, krank war. Zumindest nicht videomachfähig. Ja gut, das wär's dazu zu sagen. Also deswegen kam so lange kein Video. Und ja, dann kommen wir jetzt zur Base. Die spielt auf Naboo. Und ja, ich zeig's euch einmal ganz. Einfach nur, dass ihr einmal einen Überblick habt. Wenn der Fokus noch mitspielt, haben wir es noch besser. Na gut, der Fokus spielt gerade nicht so ultra mit. Ah, jetzt. Ja, ist eine graue Baseplate. Ist bisher eins meiner größten Mocks und ich finde auch eins meiner besten. Ja, für manche, die jetzt besser bauen können, ich habe keine, hier. Fliesen konnte ich mir nicht mehr bestellen, wäre zu teuer geworden. Ich habe nicht so viel Geld. Deswegen ist die Base nicht gefliest und das Dach auch nicht. Aber ich finde, so ist sie jetzt eigentlich auch voll okay. Ja, dann fangen wir direkt mit der Vorgeschichte an. General Grievous hat einen Angriff auf eine Klon, auf diese Klonbase beordert, aber er wollte es so geheim machen, deswegen hat er einen Überraschungsangriff gemacht, weil Grievous kennt man ja, ist so ein bisschen klug und taktischer Vorgeher. Ja gut. Dann fangen wir direkt hier vorne an mit den Droiden. Also hier ist so eine Art, ja, hier sind die Droiden, die so aus den Flächen und so kommen. Und ja, hier sind sehr viele SKDs, 4 Stück, die kommen da gerade und schießen auf die Klone. Hier noch zwei, da ist normaler Droide mal. Da auch einer, der aber gerade abgeschossen wurde. Da ist ein SKD, da ist ein SKD tot. Tot, tot, ja. Und das sind halt nicht sehr viele, weil Grievous ja halt einen Überraschungsangriff macht. Und ja, hier sind dann die Klone. Das sind so Verschanzungen für die Klone, haben die da hingebaut. Da sind zwei, 41. glaube ich, war es. Ich vergesse den Namen so oft. Da ist gerade einer abgeschossen worden. Da ist ein Airborne mit einem Schild. Da ist ein 212. mit einem in der Minigun. Und da ist ein normaler Klon, der gerade aus dem Tor läuft. Ja, zur Landschaft. Ich finde hier den Weg ist mir als einer der besten Sachen im Mock. Mit dem Dark Tan und den paar kleinen Steinchen und dem alles. Ich finde, der ist mir sehr gut gelungen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Landschaft und insgesamt das Mock mögt oder wie ihr es findet. Kritikpunkte und das alles. Also, ich kann Kritik vertragen und ich fände es super, wenn wir welche in die Kommentare was schreiben würden. Ja, hier ist einmal so eine Art hoher Felsen, da auch. Und ja, überall sind so hier die Bambus, diese Gras und diese Steine verteilt. Da hinten geht es dann höher. Hier. Und an der Seite der Base sind hier halt diese Teile. Und ja, hier vorne. Und hier ist das halt auch alles. Alles so untereinander und unterschiedlich hoch. Ja. Da vorne sind halt die Verschanzungen, da ist halt keine Pflanzenart. Und ja, hier kommen wir dann zum Strand und zum Fluss. Hier sind dann halt immer noch diese Bambus und Zeugs. Hier sind zwei Palmen. Hier geht es halt wieder hoch mit ein paar Pflanzen und das alles. Und ja, hier ist Dark Tan. Und hier Wasser. Habe ich halt so ein bisschen unterschiedlich mit den Dunkelblau und Hellblau, weil das sieht ganz, ja, nice aus. Sieht zumindest ein bisschen abwechslungsreicher aus. Und ja, hier ist halt der Übergang. Und da geht es halt zum Grün über. Hier ist der Baum, den einige Menschen auch von früher vielleicht kennen und der, muss ich sagen, wirklich auch nicht sehr gut ist. Deswegen kriege ich ihn nicht so oft ein, aber ich wollte ihn jetzt einfach mal wieder einbringen und ich müsste mir einfach mal
einen besseren Baum bauen und dafür bräuchte ich Steine und die will ich mir irgendwann auch mal bestellen. Und ja, hier ist grüne Fläche, bisschen spärlicher bewachsen mit dem Gras. Und ja, hier sind die Kommandodruiden, die mit Jetpacks, ja, mit Jetpacks, mit Druiden-Jetpacks halt hier hochgeflogen sind. Da fliegt noch einer gerade hoch. Hier ist schon der Rest. Hier ist irgendwo auch der Commander. Da. Da ist der Commander. Und die, und hier ist General Grievous. Der hat wahrscheinlich irgendwie Jetpacks an seinen Füßen. Der hat ja irgendwie alles. Und ja, hier sind vier Klone. Einer ist schon abgeschossen. Und drei Scouts, die hier noch schießen. Der eine hier hinten hat eine Sniper, weil er hier unten die Klone absnipern sollte. Deswegen, haben sie jetzt hier auch die Klone, die Druiden bemerkt. Und ja. Da würde ich sagen, kommen wir direkt zur Base. Hier ist so eine Art hier ist noch so eine sorry, jetzt habe ich den Namen vergessen. So eine Ab. So eine Luft. Zeug. Toll, jetzt habe ich den Namen vergessen. Hier auch noch so mal so eins. Hier ist so eine Art Warnlicht für Gleiter und sowas alles. Oder für Flugzeuge, die nah an die Base ranfliegen. Hier sind so Stromleitungen. Und hier ist so eine Art Regler und sowas. Und ja, hier ist die Satellitenschüssel, die ich selbst gebaut habe. Schreibt ja mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Sie ist hier mit hier so welchen Steinen so abgerundet, dann hier nach oben. Sieht irgendwie so aus wie so eine Art Laserkanone eher, aber ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und hier sind noch zwei Antennen. Ja. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Nun gut, ich nehme mal kurz das Dach ab. So, jetzt habe ich das Dach abgenommen, denn der Fokus auch mitspielt. Dann können wir auch weitermachen. Ja. Ja, das ist die erste Etage. Oder ja, die eine Etage der Base. Hier hinten geht es ja halt weiter. Und ja, hier ist eine kleine Kommandozentrale, wo hier PCs an der Wand befestigt sind. Ja, ich fand die eigentlich ganz okay. Hier sind zwei 212, die an den PCs sitzen. Und da ist einer an so einer, wie man auch im Flugzeug, in den Flugzeugen und das alles immer sieht, diese, oder Raumschiffen, diese, komischen Dinger, was auch immer. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Und hier ist ein Holotisch, der so ein, ja. Ja, ein Holotisch. Und hier ist Obi-Wan Kenobi. Den, ja, der gerade darauf guckt. Da laufen zwei Airborns, die, die nach unten laufen. Und da ist eine Wanddetaillierung und da auch. Da auch. Und da ist so eine Art kleiner Waffenhalter. Einfach nur für die Klone, damit die, falls irgendwas hier passiert, dass sie sich dann Waffen greifen können. Und ja, hier vorne sind dann halt auch Fenster. Kann man halt auch in die Base reingucken. Und dann nehme ich auch das ab. Das ist jetzt einfacher, weil. Ja, halt einfacher. So, und das ist jetzt der unterste Teil der Base. Wenn der Fokus jetzt auch wieder mitmacht. Ja, ich denke schon. Also hier ist so eine Treppe, die nach unten führt. Da läuft gerade ein Airborne runter. Und ja, hier ist noch eine Wanddetaillierung. Und hier habe ich alles ausgelegt. Eigentlich ist das gesamte Morg, das kann ich einfach mal sagen, alles ausgelegt. Eigentlich ist alles belegt. Also es gibt keine freie Fläche von der Crown Base. Und ja. Und hier in der Mitte ist so eine Art Straße oder so. Mit dunkelgrau. Und da ist wieder hellgrau. Und hier halt in der Mitte sind so Slopes, abgeflachte Steine halt. Und ja, das sieht eigentlich ganz okay aus. Jetzt. Nicht so schlimm. Und sieht besser aus, als wenn ich da nichts hingelegt hätte. Ja, hier sind so Tanks. Und hier Kisten, Kisten. Jo. Kisten. Und hier fährt gerade so ein Speeder. Sumpfspeeder. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Und da laufen jetzt zwei normale 41. und ein Scout. Und zwei Scouts haben das Fahrzeug gerade. Und fahren es gerade. Und wollen hier rausfahren, um hier die Druiden aufzuhalten. Und den Weg habe ich mir extra, also das Fahrzeug sollte in der Theorie
da durchpassen. Deswegen wollte ich halt so eine Art Weg, weil ich gedacht habe, dass der vielleicht da rausfährt oder so. Habe ich da reingebaut. Und ja, die Tür, der Klo müsste einen Weg platzen vorn. Die Tür ist, ja, ist bisher meine beste Tür, aber auch noch nicht die allerbeste. So, jetzt ist sie zu und sie läuft einigermaßen in das Schema der Base. Die, ja, ich lasse die Tür mal zu und nehme mal einmal die eine Etage und muss einmal, glaube ich, gleich die Kamera auch mal weglegen, weil ich das Dach auch mal rauf machen möchte. So, wenn der, so, jetzt ist das Dach wieder drauf und dann zeige ich euch einmal kurz, wie die Base aufgebaut ist. Also hier unten zeige ich jetzt noch mal kurz, es sind hier immer diese, habe ich schon vorhin gesagt, diese abgeflachten, diese Slopes. Fand ich ganz cool. Und dann sind hier halt dunkelgrau wo, bei den Slopes, weil das besser aussieht, als wenn da hellgrau ist, nur die dunkelgrau. Dann kommt hier wieder hellgrau. Und dann fängt das hier an mit der nächsten Etage. Da fängt es wieder dunkelgrau an und hier oben ist dann wieder hellgrau und das Dach ist dann halt dunkelgrau. Ich finde, das sieht, manche meinen ja, dass dunkelgrau nicht gut am Besen aussieht. Ich finde, also eine ganz dunkelgraue Base sieht auch nicht so ultra aus, finde ich auch. Sieht ein bisschen, ja, düster aus. Also so für eine Klonbase sieht es dann zu blöd aus. Aber so einfach nur zur Abwechslung finde ich das ganz hübsch. Also ganz durchgezogen finde ich es auch nicht so schön. Aber halt so ein paar Streifen davon, wie hier und da, finde ich, sieht das eigentlich ganz nice aus. Zumindest sieht es abwechslungsreich aus. Ja, dann würde ich sagen, abonniert mich. Das wäre nett, wenn ihr noch mehr Mocs sehen möchtet. Das wird für euch für nächste Zeit das letzte große Mock. Ich weiß nicht, also das nächste wird kleiner wieder. Was auch ein Assassin's Creed Mock wird. Yay, wer sich für Assassin's Creed Mocs bei mir interessiert. Das kommt als nächstes und, ja, über Kommentare würde ich mich sehr freuen, die produktiv sind. Also wenn ihr Ideen hättet, was ich verbessern könnte. Zum Beispiel bei der Detaillierung einer Base. Da könntet ihr ja, wenn ihr Ideen hättet, mir gerne reinschreiben. Und ja, bei der Landschaft könnt ihr mir auch mal helfen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Das würde mich nämlich weiterbringen. Und meine Mocs vielleicht auch noch besser machen. Ja. Ich würde sagen, jetzt, das hat genug. Das Video ist auch lang genug. Und ich würde sagen, abonniert, kommentiert und bewertet. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.